seit ein paar hundert Jahren zusammen dort im Raume schwebt. Ihr zeigt nicht den, mit dem ihr redet, und zeigt auch den nicht, der euch hebt. Aus weiten Ärmelfalten ragt ihr heraus, so wie aus tiefer Not, und bildet hilflos halb erhoben die Mitte zwischen Mensch und Gott. Wie kommt es, dass ihr für die einen zum Lachen seid, als Kitsch verpönt, und für die anderen was zum Weinen, was fürs Gemüt den Tag verschönt? Liegt's daran, dass sie euch verglasen für Sofaecken und Vitrinen, weil sie vor Rührung ganz vergaßen, wozu zwei solche Hände dienen? Es geht euch so wie meinem Herren, mit dem man es genauso macht. Man sperrt ihn ein in eine Krippe als Requisit der heiligen Nacht, will ihn als Herrn nicht anerkennen und leugnet stolz die eigene Not und dass er kam, um sie zu enden als Mittler zwischen Mensch und Gott. Seit ein paar hundert Jahren zusammen dort im Raume schwebt. Euch wird nur der verstehen können, der selber betend Hände hebt. Und Christus wird nur der erkennen, der aus dem Weihnachtsstall sich wagt und sich dem Mann am Kreuze nähert und der das tun will, was er sagt.